geehrte Herr Bundesratspräsident, sehr geehrte Mitglieder des Bundesrates. Es ist mir eine außerordentliche Ehre, hier in diesem Hohen Hause zu Ihnen sprechen zu dürfen. Dies ist ein besonderer Höhepunkt des Staatsbesuches, den meine Frau und ich der Bundesrepublik Deutschland abstatten. Der Besuch bildet zugleich den Abschluss einer langen Reise an alle Bundesländer, die 2013 ihren Anfang nahmen. Welche Freude, so viele bekannte Gesichter wiederzusehen. Wir verbinden sehr angenehme Erinnerungen mit allen Besuchen und mit der Gastfreundschaft, die Sie uns in Ihre Länder entgegengebracht haben. Sie haben uns gezeigt, wie unglaublich facettenreich Deutschland ist. Wir waren in der Universität Oldenburg und in Opelwerk in Rüsselsheim. In Lübeck sprachen wir über intelligente Gesundheitsversorgung und in Hamburg und Bremerhaven über Windkraft auf See. Wir waren im Justizpalast in Nürnberg, um über das Folgenrecht zu diskutieren und konnten uns in München davon überzeugen, wie sehr die bayerische Wirtschaft boomt. In Dessau haben wir das Bauhaus besucht, in Stuttgart das neue Schloss. Auf der Wartburg in Eisenach hörten wir die Stimme Martin Luthers. Und in Leipzig haben wir uns im Stadtteil Grünau umgesehen und mit Bewohnern über die Erfahrungen nach der Wiedervereinigung gesprochen. Wir trafen Winzer an der Mosel, Industriedesigner in Essen, Robotexperten in Saarbrücken, Freiwillige in einer großen Scheune in Bollerwick und Soldaten an der Hennig-von-Treskow-Kaserne in Potsdam. Das ist nur eine kleine Auswahl aus unseren vielen Gesprächen und Begegnungen. Warum pflegen wir unsere Kontakte mit den Bundesländern eigentlich so intensiv? Dafür gibt es zwei Gründe. Erstens, um der Vielfalt Deutschlands und seiner bundesstaatlichen Gliederung gerecht zu werden. Dieses Land verfügt über einen ungeheuren Reichtum an Traditionen und Geschichten. Und es sprüht an Aktivität und Ehrgeiz. Wer diesen Reichtum kennenlernen will, muss die Menschen in ihrer Heimat aufsuchen. Zweitens, weil ihr Land unserem Herzen liegt. Und wen man mag, nimmt sich mal Zeit und Aufmerksamkeit. Wir unterstützen uns gegenseitig in guten und weniger guten Zeiten. Den Vertretern Nordrhein-Westfalens und Niedersachsens möchte ich an dieser Stelle gerne für die Hilfe danken, die ihr Länder uns geleistet haben, als die Corona-Pandemie bei uns als am heftigsten grassierte. Niederländische Intensivpatienten fanden bei Ihnen gastfreie Aufnahme. Das hat uns sehr berührt. Wir arbeiten mit den Bundesländern sehr gut zusammen. Um grenzbedingte Behindernisse zu Bürgerinnen und Bürgern, Studierenden, Unternehmer und Arbeitsnehmer zu beseitigen. Aber das Besondere an unserem Verhältnis zu allen Bundesländern besteht darin, dass wir mehr tun, als vorhandene Probleme zu lösen. Mindestens genauso wichtig ist, dass wir künftige Probleme vermeiden und die Dinge besser machen wollen. Die Zukunft gehört denen, die Erneuerung wollen und wagen. Denn ohne Erneuerung wird es schlichtweg nicht gehen. Im Rahmen unserer Besuche in den Ländern fanden 25 Missionen rund um das Thema Innovation statt. Darin spiegelt sich das große Interesse der niederländischen Seite, Zusammenarbeit mit deutschen Partnern zu vertiefen. Die Zeit reicht nicht, um hier alle Bereiche anzusprechen, in denen unsere Länder gemeinsam Interesse haben. Lassen Sie mich nur eine wenige herausgreifen. Erstens Gesundheit. Schon lange vor der Corona-Pandemie war dies ein Schwerpunkt unserer Zusammenarbeit. Ich erinnere mich an den Besuch an den Labors von Träger Medical in Lübeck 2015. Wir sprachen damals über die Zukunft der Krankenhausversorgung und über neue, schnellere Impfmethoden. Themen, die seitdem enorme Dringlichkeit gewonnen haben. Mittlerweile suchen wir nach Wegen, wie wir unsere Kräfte noch stärker bündeln können, um besser auf künftige Pandemien vorbereitet zu sein. Ein zweites gemeinsames Thema sind die Energiewende und der Kampf gegen den Klimawandel. Nicht zuletzt hat die deutsche Ratspräsidentschaft im vergangenen Jahr die Europäische Union hier eine Führungsrolle übernommen.
Uns ist nur allzu bewusst, wie kompliziert es ist, eine deutliche CO2-Reduktion zu erreichen. Dafür brauchen wir unser ganzes technisches Know-how und müssen wir alle unsere politische und gesellschaftliche Kapazitäten mobilisieren. Er ist mir in den letzten Jahren aufgefallen, in Hamburg, in Bremerhaven, in Potsdam und an so viele andere Orten, wie sehr Deutsche und Niederländer sich auf diesem Feld gegenseitig zu immer höheren Leistungen antreiben. Wir sehen es ganz konkret bei unseren Anstrengungen, den Einsatz von Wasserstoff auszuweiten. Unsere Länder sind die beiden größten Wasserstoffproduzenten Europas. Wenn wir unsere Forschung und unsere Infrastruktur gut aufeinander abstimmen, können wir viel zusätzliche Energie produzieren. Ein drittes Interesse, das uns verbindet: Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Industrien sauber produzieren und dabei wettbewerbsfähig bleiben. In Deutschland werden Erzeugnisse von höchster Qualität hergestellt. Wir blicken mit Bewunderung auf ihre Leistungen, von Präzisionsinstrumenten bis zum technischen Großanlagen. Wenn es einer hinkommt, dann unsere deutschen Nachbarn. Aber wie führen wir diese Tradition in die Zukunft? Unter anderem Jena, Dortmund, Stuttgart und Saarbrücken haben wir gesehen, wie Deutschland und die Niederlande sich hierbei gegenseitig unterstützen können. Und es gibt noch so viel weitere gemeinsame Interessen. Denken Sie etwa an unsere ausgezeichnete Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich oder an die fantastische kulturelle Bahn, geknüpft von tausenden Künstler, Denkern, Designers und anderen kreativen Geistern. Auch dafür haben wir bei unseren Besuchen viele schöne Beispiele gesehen, zuletzt heute Morgen hier in Berlin. Uns ist bewusst, dass wir Sie in einem besonderen Jahr besuchen. Deutschland bereitet sich auf den Bundestagswahlen im September vor und auch in einigen Bundesländern finden in diesem Jahr Wahlen statt. Vertraute Persönlichkeiten ziehen sich zurück und wir sind Ihnen sehr dankbar dafür, für Ihren Beitrag zum Gedeihen der deutsch-niederländischen Beziehung. Andere werden ihren Platz einnehmen und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Auch wenn die Besetzung ändert, unser Zusammenspiel geht weiter. Wenn wir etwas mit unseren Besuchen deutlich machen wollten, dann unser Wunsch nach Kontinuität und unser Glauben in eine Zukunft zusammen mit Ihnen. Dieser Staatsbesuch ist jedoch kein Abschluss, sondern ein Glied in einer langen Kette. Kein Schlusspunkt, sondern ein Beginn von etwas Neues. Wir werden die Entwicklung in den Ländern in den kommenden Jahren weiter aufmerksam verfolgen. Und es wird uns eine Freude sein, auch künftig ansprechende deutsch-niederländische Initiativen und Innovationen zu unterstützen. Mit Besuchen oder auf andere Weise. Ich hoffe, dass wir uns dann wiedersehen. Die Pflege unserer vielfältigen Beziehungen liegt uns sehr am Herzen. Ich danke Ihnen.